So undankbar kann das Wallerangeln manchmal sein. Wir haben gestern hier im Angesicht unseres Schweißes den kompletten Platz hier freigemacht. Echt ein toller Platz geworden. Die anderen Jungs kamen dazu, wir haben die Ruten ausgelegt, die sitzen immer noch drin. Da wart ihr jetzt nicht dabei mit, weil es schon relativ dunkel war, schnell gehen musste. Und hatten einen Tag später, jetzt aktuell, keine Aktion. Gar nichts. Nichts passiert, bisschen verwunderlich. Die Sonne ballert. Draußen haben wir eine langsame Strömung, flaches Wasser, aber keine Aktion. Also heißt es weiterziehen, auf zu neuen Ufern. Vielleicht jetzt nochmal so ein ganzes Gerödel, aber jetzt heißt es erstmal Fische finden. Es bringt also nichts, irgendwo sitzen zu bleiben und zu warten. Immer weiter dranbleiben und Arbeit wird irgendwann euch belohnen und auch einen dicken Fisch bringen. Und chillen können wir dann, wenn wir einen Platz gefunden haben, wo es krumm geht. Abfahrt. Oh, endlich mal gelüftet, ey. Wir haben einen neuen, hoffentlich aussichtsreichen Platz gefunden. Hier haben wir eine ganz langgezogene Sandbank, die fällt so ganz langsam auf 3 Meter ab. Da ballert gerade viel Sonne drauf. Das ist, glaube ich, jetzt wichtig, Wärme. Und die Welse ziehen dann in diese flachen Bereiche, um sich zu sonnen, weil die Futterfische hier auch reinziehen werden. Wir werden hier 3 Ruten flussabziehen. Und hier im oberen Bereich, ich hoffe, ihr erkennt es ein bisschen, diesen Strich hier im Wasser. Diese Linie hier, die durchs Wasser läuft. Und das ist ein Sandabriss. Das bedeutet, unter Wasser bis zur Flussmitte hin ist es ganz flach, aktuell 1,20 Meter. Und danach geht eine Kante runter auf 3,5 Meter. Und da wollen wir mit Umlenkbojen die U-Posen direkt in diese Kante setzen. Also 3 flussauf, fest über Bojen umgelenkt und 3 flussab. Daumen drücken, dass der Plan aufgeht. Zu den Montagen erzähle ich euch nachher noch was. Es kommen nämlich wieder ganz spezielle U-Posen-Montagen jetzt zum Einsatz. Für die aktuelle Situation, für die aktuellen Bedingungen. Aber erst mal sehen, ob wir recht behalten werden. Perfekte Arbeitsteilung hier am Platz. Philipp bereitet gerade, im Saarland heißt es anscheinend Maulwurf, ein Kammfleisch mit Zwiebeln drin auf dem Grill vor, als Mittagssnack. Andi bindet vorne die Steine. Ich bereite jetzt die Ruten vor. Und dann starten wir mit dem Auslegen am neuen Platz. Hoffen wir mal, dass es hier mehr kracht, ein bisschen mehr los ist als am alten Platz. Aber der Sandabriss draußen und das flache Wasser hier, wo die Sonne drauf ballert, das stimmt mich doch recht positiv. Ich glaube, da werden die Fische jetzt hinziehen. So, ich nehme euch jetzt mal mit raus aufs Wasser und erkläre euch ein bisschen unseren Angelplatz oder was wir hier vorhaben genau. Ihr seht ja hier im Hintergrund eine ganz lange, relativ flache Sandbank. Und die Sonne ballert jetzt hier richtig gut drauf. Wir haben noch nachts kalte Temperaturen und da denke ich, ist es ganz wichtig, sich Bereiche zu suchen, wo die Fische vielleicht ein bisschen Sonne abkriegen, wo das Wasser sich ein bisschen schneller erwärmt. Und hier im oberen Bereich von unserem Angelplatz ist ein ganz, ganz heißer Spot. Eine richtige Kante im Fluss, wo vom Flachen das Wasser, die Hauptströmung, in tiefes Wasser abfällt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wie hier vorne das Wasser strudelt. Dieses unruhige Wasser hier vorne kommt nicht vom Wind, sondern von dem Abriss unter Wasser, also von der Kante, die vom Flachen ins Tiefe geht. Und die zieht sich ganz weit in den Fluss hinein. Ich zeige euch das mal auf dem Echolot. Wir befinden uns jetzt gerade im tiefen Bereich und fahren jetzt mal langsam diese Kante hoch. Und dann seht ihr am besten, was ich meine. Wir haben hier eine Wassertiefe von 4 Metern. Jetzt geht es langsam hoch. Steigt immer weiter an. Steigt immer weiter an.
steigt immer weiter an. Und jetzt geht eine Wand hoch. Von 4 Meter langsam ansteigend auf 1 Meter. Das ist diese Abrisskante. Und auf diese Kante obendrauf habe ich jetzt Umlenkbojen gesetzt. Richtig weit im flachen Wasser drin, unauffällig für die Welse. 10 Meter hinter dieser Kante habe ich ins flache Wasser diese Umlenkbojen hier gesetzt. Am oberen Ende der Boje ist so ein Karabiner befestigt. Und durch den lenke ich meine Schnur, die Schnur der U-Posen-Montagen, direkt in die Kante um. 3 Stück haben wir am Abriss gesetzt. Eine in Ufernähe, eine hier ein bisschen weiter draußen und eine draußen zur Fahrrinne hin. Ich gehe jetzt nochmal mit euch an die Umlenkbojen ran. Und dann lassen wir uns langsam mal von der Boje zurücktreiben. Und dann erkennt ihr nochmal richtig gut die Kante, in der wir unsere Köder später anbieten möchten. Wir treiben jetzt langsam raus. Immer noch flaches Wasser, ganz flaches Wasser, wo die Bojen sitzen. Ich habe sie ziemlich weit hoch auf den Abriss gesetzt, um unauffällig zu sein. Und jetzt fällt es ab. Seht ihr, wie das runtergeht? Und was da Futterfisch hinten dran steht? Hier vorne. Und diese Bereiche hier, hier wird der Waller herkommen zum Fressen. Und plötzlich haben wir auch ganz beruhigtes Wasser, gar nicht mehr so viel Strömung. Wir sind jetzt circa 30 Meter unterhalb von den Umlenkbojen. Und hier befindet sich jetzt unser Angelplatz. Und da hinten im Hintergrund seht ihr unser Camp. Gegen die Strömung flussaufwärts die Umlenkbojen im Abriss und hier nach unten gesehen, auf der langen gezogenen Sandbank, normale U-Posen-Montagen, die wir mit 2 Steinen absenken, um die Schnur direkt am Grund zu halten und keine Welse, die ihr hochziehen zum Fressen, zu verschrecken. Das ist der Plan für diese Nacht. Schauen wir mal, ob er aufgeht. Aber so haben wir definitiv probiert, wie man so schön sagt, ne? Mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, stromauf gesehen, ganz anderer Spot, ganz andere Verhältnisse, in diese Kante rein, 3 Köder. Und flussab gesehen, 3 Routen hier auf die Fläche. Wenn hier jetzt Fische aus dem tiefen Ufer von da drüben hier ins Flache ziehen, sollten wir doch einen ans Band bekommen. Drückt uns die Daumen. Jetzt geht's ans Auslegen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Pünktlich zur Abenddämmerung, im Sonnenuntergang, setzen wir die Montagen. Ich benutze 2 Steine. Der eine hängt direkt am Vorfach mit einer 40er Reißleine zu meinem Köder. Und der zweite Stein, ein Absenkstein, den werde ich benutzen, um meine Schnur komplett am Boden zu halten, bevor die Kante zur Boje kommt, damit der Waller definitiv keine Gefahr spüren kann, ja, und keine Schnur hier im Wasser. Ich fahre jetzt bis an die Kante ran und setze dann den 2. Stein. Jetzt auf direktem Wege zur Boje hier an unseren Umlenker. Klicke die Hauptschnur hier oben ein
umfahre die Boje. Und ab geht's zum Ufer. Wichtig ist jetzt, dass ihr so viel Druck auf die Rute aufbaut, so viel Spannung drauf bringt, dass eure komplette Hauptschnur bis zur Boje über der Wasserlinie läuft. Also die Hauptschnur darf die Wasserlinie nicht berühren, ansonsten habt ihr einen Haufen Störgeräusche, alles fängt an zu federn, ihr sammelt Dreck und alles wird abreißen. Ist schon ein weiter Weg daraus an die Boje. Rute ist gut krumm, die Freestyle. Weiter geht's. Jetzt gehen wir hier auf die zweite Boje, genau hier in die 3-Meter-Kante rein. Der erste Stein sitzt und kurz vor der aufsteigenden Kante zur Boje der zweite Stein, dass alles schön versteckt ist. Sehr gut. Wir fahren jetzt unter der anderen, bereits gespannten Schnur hindurch. Diese liegt knapp über der Wasseroberfläche und hier an die nächste Boje ran. Einklinken. Die drei Fallen im Sandabriss oberhalb sitzen. Jetzt beginnen wir die Montagen hier auf der Fläche der Sandbank unterhalb von unserem Angelplatz abzulegen. Auch hier kommen zwei Steine zum Einsatz. Einer direkt an der Montage und der zweite um unsere Schnur auf dem weiten Weg draußen von der Kante hin zum Ufer abzusenken, also direkt auf Grund zu legen, damit der Wels keinen Verdacht schöpfen kann. Wir fahren jetzt erstmal raus an die Kante, wo sich die Strömung bricht. Hier geht es jetzt langsam runter und bei 2,5 Meter Wassertiefe in die abfallende Kante. Hier werden wir den ersten Köder präsentieren. An der Montage hier haben wir zwei Mikro-U-Posen, ganz leichter Auftrieb. Über dem Grund. Der erste Stein sitzt. Ich fahre jetzt relativ nah an unseren Angelplatz ran und setze dann den Umlenkstein ein.
schnell noch das ganze Chaos in meinem Boot hier aufräumen. Die Ruten sitzen alle. Es wird frisch, richtig kalt jetzt. Und ich schätze mal, eine halbe Stunde ist auch dunkel. Also Ordnung machen. Sonst fliegen wir hier über unser ganzes Angelzeug. Und ein kleines Hüngerchen habe ich jetzt auch. Ich glaube, heute Abend wird noch richtig dick aufgekocht von meinen Jungs. Die haben mir da was versprochen. Aber bis dahin, mega lecker, Wildfood Erdbeer. Probiert's mal aus. In der Videobeschreibung findet ihr einen Rabattcode von mir. Bis dahin hilft das wirklich mega beim Angeln. Ungekühlt, haltbar, schnell griffbereit und mega lecker. So, und jetzt sind wir mal gespannt, ob der zweite Abend am zweiten Platz uns einen Fisch bringen wird. Puff. Erste Biss jetzt auf die umgelenkte Boje am Sandabriss. Schauen wir mal. So, ich muss jetzt aushängen. Oh, kein schlechter Fisch an dich. Das sieht gut aus. Das sind hier im Sandabriss die Fische. Ein bisschen kurbeln kannst du noch, siehst du hier oben, ne? Noch ein Stück kann. Ja, das. Jetzt kommt er. Andi! Wolle! Alter, das ist 2 Plus. Scheiße. Geil! Wahnsinn! Wahnsinn! Alter, was ein Ding! Dein erster Profisch kann sich sehen lassen, oder? Ja. Hä? Richtig geil. Schöne Schlange, Alter. Schöne Schlange. Haarmontage, perfekt gegriffen. First Strike, Big Fish Man! Yeah. Pow! Nur kurze Zeit später erfolgte der zweite Biss. Wieder auf die Umlenkboje am Sandabriss. Direkt an den Bojen in der Kante kochte das Wasser. Ein großer Eschenschwarm war da. Da viel Kurbeln jetzt. Wahnsinn. Zweite Aktion jetzt. Nein. Was? Weg. Leider kurz vom Boot ausgestiegen. Ärgerlich, aber wahr. Weiter geht's. Aber wir sind definitiv jetzt am Platz, wo die Eschen stehen, gestapelt. Ihr habt sie ja eben sogar springen sehen. Und wo die Welse auf Raubzug sind. Kommt wieder raus, die Rute.
Nach dem Verlust des Fisches bekamen wir doch noch eine zweite Chance. Kurbeln bis Stranden, ne? Bremse ein bisschen aufhängen, die. Dann komm. Käfig frei. Nächste Biss auf die Boje jetzt, diesmal ganz draußen am Sandabriss. Sieht richtig gut aus. Daumen drücken. Kalte Fränken. Aber die Haarmontage hängt komplett weggezogen an der grünen Hose. Ich komm rein. Petri Frengi. Endlich. Geiler Fisch. Ging lang. Die Umlenkbojen am Sandabriss. Eben hatten wir noch den Fehlbiss. Und jetzt hat er gesessen. Der Plan mit der Umlenkboje hier am Sandabriss ging doch perfekt auf. Drei Aktionen kamen. Der erste Fisch, ein guter 2 Plus vom Andi auf die EVA-U-Pose. Rute nachgesetzt, ging wieder krumm mit dem Frankie raus. Leider nicht gehakt, vielleicht hing der Fisch irgendwo auf der Platte drauf. Ja, also plötzlich, nachdem wir an der Boje ausgeklinkt haben, unsere Schnur, war der Druck weg, der Fisch ab. Kann passieren, muss man durch. Und dann draußen auf der Boje nach Mitternacht, wo wir alle schon gar nicht mal mit einer Aktion gerechnet hatten, wieder ein starker Fisch auf die äußere Umlenkboje. Und der Frenkel konnte dann endlich auch seinen 2 Plus glücklich im Boot begrüßen. Ja, also definitiv war es die richtige Entscheidung, den Platz zu wechseln, hier neu zu starten. Und sofort sind wir für den Einsatz belohnt worden. Auf die Ruten, die auf der Sandbank in die Fläche gezogen wurden, kam bisher überhaupt keine Aktion. Mal schauen, vielleicht heute Mittag da noch was passiert. Und ich wollte euch jetzt noch mal ganz kurz erklären. Es ging ja alles relativ schnell. Manche haben es vielleicht auch nicht exakt verstanden, was wir da mit dieser Boje und den zwei Steinen vor dem Abriss genau gemacht haben. Da mache ich euch mal eine kurze Skizze hier im Sand, dass ihr versteht, für was der zweite Stein so wichtig ist und wo die Boje exakt hinter der Kante sitzen muss. Draußen an unserem Angelplatz haben wir folgende Situation. Die Strömung läuft so, von oben nach unten. Unter Wasser haben wir diese Kante.
Das ist der Gewässergrund, den ihr hier seht. Hier oben ist es ganz flach. Hier schießt die Strömung drüber. Hier kommt dieser Abriss auf 3 bis stellenweise 4 Meter. Hier in dem Bereich vermute ich die ganzen Futterfische und auch exakt den Punkt, wo die Waller hinziehen werden, um Beute zu machen. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier unseren Köderfisch präsentiert am U-Posen-Vorfach mit dem ersten Stein. Die Boje sitzt oben auf dem Abriss drauf, richtig versteckt im flachen Wasser, damit die Welse, das Wirbeln der Boje, das Hin- und Herschwanken im Wasser und auch das Seil von der Boje zum Stein nicht merken. Wenn ich jetzt nur mit dem einen Stein hier von meiner U-Pose direkt zur Boje umlenken würde, würde diese Schnur, ich zeige es euch mal, hier wie dieser Stock quer hier über diese Kante laufen. Und jeder Fisch, der hier reinschwimmt, könnte Kontakt zu meiner Schnur haben, die Schnur vielleicht sogar berühren. Die Futterfische, die hier unterwegs sind, würden vielleicht sogar an die Schnur stoßen. Und erfahrene Fische würden den Platz verlassen. Damit dies nicht geschieht, habe ich einen zweiten Stein genau hier abgelegt, einen zweiten Absenkstein mit einer Reißleine, wo die Kante anfängt zu steigen. Also erst meine U-Posen-Montage mit dem Stein abgelegt, weitergefahren, bis die Kante anfängt zu steigen, hier den zweiten Stein in meine Schnur gehangen und dann die Schnur über die Kante zur Boje geleitet. Unter Wasser sieht es dann so aus. Hier läuft meine Schnur schön am Gewässergrund auf den zweiten Stein. Dann wird sie die Kante hoch zur Boje gezogen und die Welse, die hier in diesen Bereich reinschwimmen zum Fressen, schöpfen überhaupt keinen Verdacht. Und dieser Plan ging doch perfekt auf. Ich werde euch nochmal ein sehr ausführliches Video machen zu dieser Technik des Angelns im Fluss mit Umlenkbojen. Also ihr habt ja gesehen, es ist mega erfolgreich. Und die nächste Route geht auf der Sandbank im flachen Wasser krumm. Wallertrills bei Tag, das ist immer was ganz Ungewohntes, aber die Sonne jetzt hat Kraft, das Wasser erwärmt sich, sie kommen ins Flachwasser und es geht krumm. Ich muss jetzt schnell das Schlauchboot holen, der Fisch hat sich irgendwo festgeschwommen. Jetzt geht es vom kleinen Boot weiter. Das ist halt manchmal das Gefährliche an Uferdrills. Manchmal geht es gut. Haben wir jetzt gedacht hier auf der Bank, aber auch da kann irgendwo Holz liegen oder eine steile Kante sein, wo er sich dahinter setzt. Jetzt gehen wir aufs Boot. Drückt uns die Daumen, dass es klappt. Der wälzt jetzt am Morgen. Kleine U-Posen, große Wirkung. 2 Mikros hintereinander geschaltet und da kam er. Kein Riesengigant, aber ein Erfolg. Und vielleicht ein Anzeichen, dass sie jetzt tagsüber hier auf die Bank kommen. Petri, das ist doch ein Bäcker am Morgen, hä? Danke, ja. Geil, Philipp. Absolut verrückt oder früh ist jetzt, wo keiner mehr mit gerechnet hat und wir schon mega zufrieden mit dem Ergebnis der Nacht waren, kommt noch der Biss auf der flachen Sandbank, weil die Fische jetzt wahrscheinlich in die Sonne ziehen werden. 3 Fische, eine Fehlattacke durch die neue Platzwahl, alles perfekt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Viele Grüße vom Fluss, euer Stefan. Ciao, ciao.